Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen heute Teil 2 der Torschussplanung der CDU nach Mittwoch. Heute wieder ein Zahlenzauber, der durch nichts zu überbieten ist. Also was ich schon großartig finde, dass Sie auch diese Kommunalnummer jetzt noch tatsächlich auf den Tisch legen. Also ich sage es Ihnen gerne noch mal. Sie hatten 2006 das historisch niedrigste GfG mit 5,6 Milliarden Euro. Wir haben im Jahr 2016 10,6 Milliarden Euro. Das sind über 90% mehr in 10 Jahren. Das ist doch erbärmlich, dass Sie sich hier hinstellen und uns da kritisieren wollen an der Stelle. Die CDU hat 2013 die Streichung von 30.000 Stellen im Landesdienst vorgeschlagen. Wollen Sie damit die Schulstellen irgendwie nachbessern, die Sie nicht gebracht haben? Tatsächlich hat diese Ministerin dafür gesorgt, dass 10.000 Stellen, die Sie im Schulbereich streichen wollten, nicht gestrichen worden sind und trotz zurückgehender Schülerinnenzahlen mehr Lehrerinnen da sind als vorher. Jetzt mittlerweile über 9.000 Stellen im Landesdienst. Das ist die Leistungsbilanz dieser Regierung, ganz im Gegensatz zu CDU und FDP. Und noch ein Punkt, bei den Polizeizahlen. Das ist doch abenteuerlich, was Sie da machen. Die GdP forderte 1.800 zusätzliche Stellen. Rot-Grün hat 2.300 eingestellt. Sie reden hier allen Ernstes davon, dass wir die Versprechen nicht eingehalten haben. Das ist doch 6 Sätzen. Tut mir leid, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie hier veranstalten. Und Sie haben ja diesen Antrag so ein bisschen zusammengefummelt, 5 Seiten, lustlos. Und Herr Lindner hat sich ja am Mittwoch schon darüber beschwert, dass man keine Vergleiche anstellen soll. Dann hat der Kollege Lindner aber selbst einen Vergleich versucht. Er hat nämlich Real- und Nominalwachstum versucht zu vergleichen. Und ich zitiere mal, was er da gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, wenn man die Preisentwicklung sieht, muss man sagen, dass es einen realen Verlust an Wirtschaftskraft gibt. Da hat der Kollege Lindner, der Chef der Staatskanzlei, hat das ziemlich deutlich nachgerechnet, versucht, vom Realwachstum noch mal was abzuziehen. So viel zur Wirtschaftskompetenz unserer Wirtschaftspartei, der FDP, die Nachfolger von Otto Graf Lambsdorff. Das soll unsere Wirtschaftspartei sein. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wieso machen Sie das? Wieso machen Sie das? Weil Sie eigentlich davon ablenken wollen, was Sie wirklich tun wollen. Sie wollen Studiengebühren statt Bildungsgerechtigkeit. Sie wollen Steuersenkungen für Reiche statt Investitionen in Schulen, Kindertagesstätten, für die gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ganz ruhig, ich meine gerade Ihre Kollegen, aber Sie können ja sich mitärgern. Sie wollen Elite-Gymnasien statt Chancen für alle. Sie wollen ausblutende Städte statt Solidarität zwischen Jung und Alt und Arm und Reich. Und Sie halten, das war ja gestern eine eindrucksvolle Debatte, die Sie gemacht haben, Sie halten Klimaschutz immer noch für das wichtigste Hemmnis der wirtschaftlichen Entwicklung. Und ich kann Ihnen nur sagen, Ihr Kampf gegen Windmühlen, Ihr Hoffen auf Atomenergie ist der völlig falsche Weg. 100.000 neue Jobs in der Umweltwirtschaft, mehr erneuerbare Energien, mehr in Klimaschutz, mehr in Elektromobilität. Das ist der Weg, dass dieses innovative Nordrhein-Westfalen braucht. Und deswegen werden wir diese Unterschiede auch deutlich machen. Und lieber Kollege Witzel, für Sie noch ein ganz besonderes Präsent. Sie haben ja tatsächlich es geschafft, mich dafür zu kritisieren, dass am Flughafen Düsseldorf immer noch nicht dafür gesorgt worden ist, dass die Erweiterung nicht gestoppt wird. Sie haben in einer Podiumsdiskussion gesagt, dass Sie nicht daran glauben, dass zusätzliche Arbeitsplätze in Düsseldorf geschaffen werden. Und Ihr Kollege Rasche hat hier sehr deutlich für die FDP Nordrhein-Westfalen erklärt, das ist ein Anschlag auf den Wirtschaftsstandort Düsseldorf, dass die 1.200 Plätze nicht kommen, dass die Kapazitätserweiterung nicht kommt. Sie machen billigen Wahlkampf, und wir werden das auseinanderlegen. Und die FDP, wir werden das, was die FDP hier in Nordrhein-Westfalen vorhat, sehr deutlich ins Land hinaustragen. Diese Kapazitätserweiterung ist falsch, und die Politik der FDP ist doppelzüngig und falsch. Und das werden wir sehr klar auf den Tisch legen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.